alle so ein paar Mal, dass wir uns hier versammeln können. Heute wieder mit einem Zuschauer und zwei Zuschauer mehr. Katze gehört es auch dazu. Wir bitten alle so ein paar Mal, dass uns gnädig ist und uns bewahrt vor dem Höllengang. Dass er uns weiterhin zum Sohbet kommen lässt, in die Moschee kommen lässt. Dass er uns unseren Familien die Rechtleitung gibt und uns vor der Hölle bewahrt und vor der Hölle eintreten lässt. Amen. So, ich möchte heute eine Geschichte vorlesen. Mache die Geschichte. Vielleicht der ein oder andere schon mal in seinem Kopf gehabt. Und zwar ist der Rücken einer Frau. Hört sich vielversprechend an. Küsschen, was versteht man drunter? Der Rücken einer Frau. Gut. Gut? Ja. Morgen. Wenn du hörst, der Rücken einer Frau, was für Glocken läuten bei dir da? Ach so. Seine Arzt. Ja. Nicht meine Frau. Irgendeine Frau, nicht deine Frau. Nein. Der Rücken einer Frau. Ein Blick tiefer, ein Blick tiefer. Mohammed, Tunesier. Ja, das hat er gerade gesagt. Ein was? Ein Blick tiefer. Bei dir, Stadt. Naja. Ja. Die Last, die sie tragen kann. Muss sagen. Tragen muss. Die Last, die sie tragen kann. Gut. Was für eine. Abdul. Alle David. Er hat gesagt, noch ein Pfirsich. Sind das mal Pfirsich oder was? Ja, ich hab voll Bock auf Pfirsich bekommen. Tö, tö, tö. Also Hassan, auf dem Weg der Heirat. Der Rücken einer Frau, was verstehst du drunter? Was kommt dir für Bilder in den Kopf? Nein, das wüsste ich nicht. Will ich nicht wissen. Revan, will ich vielleicht auch nicht wissen. Nein, ich auch nicht. Weißt du ja genau nicht. Alle machen der Rücken einer Frau, wer soll das schon das? Was verstehst du? Der ist der Mann. Oh, ist der Mann. Und Sergen, der ist schon voll in der Fantasie drin. Man sieht schon. Ganz weg vom Thema. Voll überlegen. Aber die Geschichte ist, Jungs, eure Fantasien sein. Es geht hier ganz anders, was ihr im Kopf drin habt. Du kannst mich von Herzen gebeten. Ausgelebene Shaitan Rajims, Nerach Mandelachim. Eines Tages ging ein Mann über den Marktplatz. Gerade als der Mörsin mit dem Gebetsruf anfing, fiel sein Blick auf den Rücken einer Frau. Sie war seltsamerweise anziehend. Obwohl sie in widerlichen Schwarz gekleidet, ein Meer über den Kopf und Gesicht hatte, drehte sich jetzt um, wie sich seines langes, verweilten Blickes bewusst wäre und nickte ihm leicht, aber bedeutungsvoll zu, ehe sie um die Ecke in die Gasse einbog. Wie vom Blitz getroffen, war der Mann sofort angezogen, sein Herz ein Gefangener des Blickes, wohl für immer. Vergeblich kämpft er mit seinen Herzen und liefert ihm einen vernünftigen Grund nach den anderen, um seinen Weg zu gehen. Aber der Mörsin hat gerufen. Aber er war fertig, er konnte nichts machen, außer den Rücken einer Frau zu folgen. Er eilte ihr nach, bog in den Seitenmarkt ein, atmete anstrengend, um die Frau einholen zu können, die ihm unerwarteterweise hinter sich gelassen hatte und gerade jetzt für einen Augenblick aus dem Blickfeld verschwand. Dann sah er sie wieder. Sie wandte sich zu ihm. Unter dem schwarzen Mantel ihres Schleiers müsste wohl ein aufleuchtendes, fröhliches Lächeln zu sehen sein. Und abermals nickte sie. Der arme Mann war außer sich. Wer war sie wohl? Die Tochter einer wohlhabenden Familie? Was wollte sie? Er beschleunigte seine Schritte und bog in der Gasse ein, in der sie verschwand. Und so führte sie ihn außer Reichweite immer verlockt, erst durch den Waffenmarkt, an den Ölhändlern vorbei, dann an den Lebensmitteln vorbei, immer weiter, bis langsam die Stadt verließen. Das Gefühl hatte seinen inneren Wuchs angenommen. War sie verrückt? Wer war sie? Warum renne ich ihr hinterher? Und schon neigten sich den Stadtrand entgegen. Die Sonne neigte sich und ging unter, und sie war immer noch vor ihm. Zur Stadt gekommen. Wäre bei Sinnen gewesen, so hätte er sich jetzt gefürchtet. Aber tatsächlich überlegt er sich jetzt, was macht sie an diesem merkwürdigen Ort auf dem Friedhof? Es waren kaum 20 Ellen zwischen ihm und ihr geblieben. Und nun ging sie in einer Gruft die Stufen hinunter. Eine große Bronzetür öffnete sie. Es war wie ein altes Grab. Ein nüchterner Augenblick hätte zumindest jetzt dem Mann klar machen sollen, bis hierher, aber nicht weiter. Aber er war in seinem Kopf gefangen. Und er ging die Stufen mit hinunter.
Im Inneren gab es, wie seine Augen nach dem Augenblick sahen, zwei Treppen, die zu einer zweiten Tür hinunterführte, wo ein Licht erschien und die er ebenso durchschritt. Er fand sich nun in einem großen Raum, aufgestellt mit Kerzen und sonst nichts drinnen. Als er den Raum schwalbte, sah er sie. Auf der anderen Seite auf einer Holzbank, an einer Tür gelehnt. Auf einen mit Stoff bezogenen Holz. Sie war noch verschleiert und lehnte sich an den Kissen gegen die Wand. Rechts von ihm war eine Brunnenöffnung in dem Boden. Und nun sagte sie mit reißender Stimme: Verschließe die Tür hinter dir. Beinahe es war wie ein Flüstern. Und bring den Schlüssel zu mir her. Er tat, wie ihm war. Sie wies mit einer Geste zum Brunnen und sprach: Wirf ihn hinein. Ein Strahl von Vernunft hätte ihn jetzt wieder zurückbringen sollen. Aber nein, er konnte nicht. Er konnte nicht widerstehen. Und sie sagte: Mach schon. Mit einem schönen und reizenden Lächeln. Du hast doch nicht auch das Gebet zu versorgen. Also mach. Du folgtest mir doch. Mach. Schmeiß den Schlüssel in den Brunnen. Er sagte nichts. Die Zeit verstrich. Er hielt den Schlüssel der Tür in der Hand. Und wieder sagte sie: Mach schon, wirf ihn hinein. Du wirst mir zu gefallen sein, nicht wahr? Er streckte seine Hand über die Brunnenöffnung aus und beobachtete, wie der Schlüssel. Und lange fiel, ohne etwas zu hören. Ein unheimliches Gefühl stieg ihm aus der Magengrube empor, als Augenblicke vorübergingen, aber kein Geräusch zu hören war. Er empfand nun Verwunderung und auch dann Grauen, und jetzt kommt die Einsicht. Es ist Zeit für mich zu sehen, sagte er und hob ihr Schleier an, um das Mädchen unverbraucht sehen zu können. Doch als er den Schleier anhob, sah er etwas anderes, als er sich vorstellte. Und sie sagte nur mit einer hinreißenden Stimme: Sieh mich gut an. Sieh mich gut an. Denn mein Name ist. Ich bin dein. Du hast deine Zeit damit verbracht, mir nachzurennen. Und jetzt hast du mich eingeholt. Hier in deinem Grab. Willkommen, willkommen. Dabei lachte sie und lachte, bis sie zu einem kleinen Haufen Staub wurde und nicht mehr da war. Nur die Kerzen brannten noch und auch diese erloschten. Und er war gefangen im Grab. So, diese kleine Geschichte, anders gelaufen, als ihr am Anfang euch vorgestellt habt, hinter dem Rücken einer Frau. Diese Frau mit ihren Rücken spiegelt einfach eins wieder, nämlich die Verlockung für diese Welt. Die Verlockung, nämlich hinter was wir alles gerne hinterherrennen. Diese Frau symbolisiert, oder Frauen allgemein jetzt, symbolisiert für uns eigentlich für das, was wir eigentlich immer machen. Wir rennen immer irgendwelche Lüge. Immer irgendwelchen. Sind nicht bei der Sache. Die Sünde von dieser Frau nur ein Zustand wieder, wie wir doch tatsächlich sind. Wir haben vor, zum Gebet zu gehen. Wir haben jenes oder was vor. Doch dann kommt die Ablenkung. Und dann folgen wir einfach dieser Ablenkung. Und wenn wir mal überlegen, wie oft haben wir uns vorgenommen, zum Beispiel in die Moschee zu gehen, zum Beten. Doch da, was passierte dann? Auf dem Weg dorthin kam etwas dazwischen. Und schon haben wir das Gebet für die Moschee bleiben lassen. Und haben uns für die andere Sache entschieden. So schnell, so Angst. So schnell geht es. Wir uns entnimmt, wenn wir das vorhaben. Und dann verlassen wir es. Von diesem unsere Bestätigung. Wir werden so lange
dem Zeug hinterherrennen, bis einfach Schluss ist. Bis uns die Zeit erreicht hat, nämlich der Tod, bis er gekommen ist. Dann ist es vorbei mit dem Hinterherrennen. Die Dünie, die wir immer hinterherrennen. Das Streben nach mehr, nach was uns auch so Panela aufmerksam macht. Das Streben nach mehr, die Gräber erreicht hat. Und so ist es bei uns. Die Menschen eilen alles hinterher, nur nicht dem, was für sie von Nutzen ist. Nämlich Allah Subhanallah und seinen Geboten zu folgen und dort die Zufriedenheit zu suchen. Die Frauen und die Menschen stellen für uns das größte Problem dar. Die Dinge, die wir uns anziehen, wo wir gerne besitzen möchten, wo wir haben können. Mit der Frau unsere Gelüste ausspielen zu lassen und mit dem Geld und alles Mögliche anschaffen zu können, was nur möglich ist. Und da streben wir hin, nach diesen Dingen. Deshalb soll uns die Geschichte ein kleiner Hinweis sein. Ein kleiner Hinweis, dass wir uns von der Welt nicht immer ablenken lassen. Wie zum Beispiel die Köpfe nur bei der Katze sind, die Katze mal aus der Blick zu lassen, ist auch eine Prüfung und Herausforderung. Wer folgt den Blicken der Katze oder wer folgt den Gehör des Sockbetts? Um zu sehen, wie schnell wir uns ablenken lassen. So wie die Katze uns ablenkt, so wenn ihr draußen rumlauft, so lenken euch die Rückens der Frauen ab. Oder so lenken euch die Kaufhäuser ab mit ihren Anbietungen von Dingen zu kaufen. Oder so lenken euch die Shisha-Cafés ab, dort einzukehren und dort mal eine Pfeife zu ziehen. Was möglich immer kommt, wir lassen uns immer von den Dingen ablenken. Aber wirklich mal stabil zu sein und fest zu sein, auf dem Weg von Allah zu Allah, da haben wir scheinbar Probleme. Uns da nicht ablenken zu lassen. Von allem Möglichen lassen wir uns ablenken. Bis die Gräber uns ereilen. Wie dieser Mann. Seine Vernunft hat ihm gesagt, was folgst du ihm? Der erste Blick war doch nicht das Tragische. Aber dann ihn zu folgen, dann ihn noch hinauszugehen aus der Stadt, dann noch zum Friedhof reinzugehen, dann noch die Türen durch sie zu versperren, dann noch den Schlüssel in den Brunnen reinzuwerfen. Wann greift der Verstand? Wann greift der Verstand? Wann kapiert der Mensch, um was es geht? Seht ihr, wir bekommen so viele Ermahnungen von Allah Subhanallah, so viele Zeichen. Und trotzdem, die Kraft, die Anziehungskraft von diesen Dingen, von dieser Welt, das ist der Rücken. Aus, oder ob es die Geldscheine sind, verleitet einfach nur. Macht die Tür zu. Die verleitet dazu, dass wir also Partner vergessen. Dabei sind die wahren Schätze, die gibt es bei Allah Subhanallah. Die haben wir nicht auf diese die wahren Schätze. Aber hinterher. Wir rennen Dinge hinterher, die vergänglich sind. Wir rennen Dinge hinterher, die kurzfristig sind. Wenn wir bedenken, dass vielleicht in ein Dutzend Leute auf dieser Welt das größte Vermögen angesammelt ist, ein Dutzend von Leuten haben das Vermögen dieser Welt, also Milliarden. Aber trotzdem, es wird ihnen fürs Jenseits ja nichts nützen. Sie können es nicht mitnehmen. Aber diese Leute sind bestrebt, noch mehr die Menschen auszunehmen, noch mehr die anderen zu versklaven für den Wohlstand. Für ihre Gier. Ja. Erster Grab. Erst das Grab wird sie zur Besinnung bringen. Und nichts werden sie mitnehmen können. So sollen wir versuchen, uns von der Dünya nicht immer verblenden zu lassen. Wir versuchen, die Zeit, die eh ist, die Zeit, die knapp ist, für Allah Subhanallah nutzen. Dass vor allem jetzt die Schüler die Ferienzeit für Allah nutzen und sagen, jetzt habe ich mal Möglichkeiten, öfters wie nur einmal oder zweimal in die Woche steht zu kommen, öfters wie nur einmal an Sohbet teilzunehmen, öfters wie nur einmal zweimal an Gebet teilzunehmen, dass man diese Möglichkeit auch nutzt und nicht immer nur das hat diese Dünya. Dünya ist vergänglich, Allah Subhanallah nicht. Und an Allah Subhanallah sollen wir uns halten, an Allah Subhanallah sollen wir unseren Wert geben und nicht an diese Dünya. Diese Dünya wird eines Tages kaputt gehen mit allem dem, was drauf ist. Keiner von uns wird es überleben, kein Atom wird es überleben. Jegliche Sache, jegliches wird draufgehen. Gar nichts bleibt erhalten.
nur Allah subhanallah. Die soll uns im Hinterkopf sein, wenn wir einfach Dinge streben, die uns nicht strebenswert sind. Wenn wir uns Dinge hingeben, die es nicht wert sind, dass wir uns diesen hingeben. Dafür sollen wir versuchen, uns von der Dünya fernzuhalten, der Dünya mit seinen Verlockungen nicht hinterherzurennen.